Und damit herzlich willkommen zu Donald Duck in Maui Malat, einem alten Klassiker für den Super Nintendo. Und damit willkommen zu einer kleinen Folge generische Waffen in Comicspielen. Und dann gucken wir mal, Start Game. Ich glaube, da kann man sofort das Spiel starten. Und jetzt kriegen wir so eine kleine Frequenz, die uns allerdings, die relativ cool gemacht ist aber, die ich deswegen einfach mal ablaufen lasse. Und zwar ist das hier ein Spiel für den Super Nintendo. Das hatte ich damals als Kind. Ich fand das unglaublich cool. Das ist auch einer der besten Super Nintendo-Spiele, wie ich finde. Und zwar ist das zwar so ein Donald Duck Disney-Spiel, es ist allerdings relativ cool. Besonders der Humor und der Artstyle, den fand ich damals, den finde ich auch heute noch relativ genial. Und zwar sind wir hier Donald Duck mit dem Hemd und er holt sofort die Waffe raus und demonstriert die sofort. Und das ist ein Jump-and-Run-Spiel, beziehungsweise hat auch so ein paar Shooter-Elemente und er lernt es nicht und macht es direkt nochmal, wenn man ihn nicht bewegt. So, das hier ist Donald Duck. Wir können springen, aber allerdings viel wichtiger, wir können schießen. Und zwar haben wir so eine Comic-Kanone dabei, wo so gelbe Schüsse rauskommen. In der Anleitung steht, es sei ein Käfer. Und jetzt ist das Zombie-Pulver verschwunden. Wir sind hier auf so einer komischen Mist... Wird das immer so schnell jedes Mal abgespielt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich habe auf die Sequenz damals immer relativ lang warten müssen. So, wie gesagt, wir sind hier Donald Duck und wir sind hier auf so einer mysteriösen Insel. Wir beginnen hier in diesem mysteriösen Hotel und werden uns mal hier so ein bisschen hier durchschlagen. Die Spinne kommt runter, sobald ich da hinkomme. Und man muss immer ducken, bevor man die trifft. Und das Besondere an diesem Spiel hier ist im Vergleich zu sowas wie König der Löwen, dass wir hier halt unsere Knarre haben. Und dass deswegen halt relativ viel geschossen wird, besonders im ersten Level. Und wir haben hier solche Geheimnisse, so mysteriös, hier so das Yin-Yang-Zeichen. Und wenn ich hier gegen das Bücherregal laufe, genau, dann werde ich hier hinter geklappt und bin dann hier hinter. Und kann dann hier diese Schätze aufsammeln. Ich meine, aber Schätze sind eigentlich überhaupt relativ unwichtig. Oh, jetzt bin ich an so einer Kette dran. Hier gibt es auch in jedem Level unglaublich viele Geheimnisse und ich kenne auch noch relativ viele davon. Und tut mir leid, dass ich mich so komisch anstelle, aber hier hinter gibt es Wind, der mich die ganze Zeit nach links drückt. So, hier auch noch mehr Schätze. Genau, was habe ich für Anzeigen? Die 2 sind meine Continues, die 100 sind meine Leben, die 50 sind meine Munition und so eine komische Prozentzahl, die man allerdings nicht immer sehen kann, das ist die Anzahl an Schätzen. Genau, meine normale grüne Munition lädt sich immer auf. Ich habe hier so eine Pistole mit einem unglaublich großen Kaliber, die ich auch relativ schnell abfeuern kann, die auch... beziehungsweise nicht wirklich leer geht. Obwohl, ich meine, wenn ich diese 50 hier runter habe, dann kann ich für eine kurze Zeit nicht schießen. Mal gucken, was passiert. Ich kann auch geduckt unten schießen. Ich kann auch nach oben schießen. Und nach quer oben. Genau, typisch Super Nintendo. Was passiert denn, wenn das leer geht? Ach, dann klickt meine Waffe. Jeder weiß, eine Pistole, wo keine Munition mehr drin ist, die klickt. Und zwar jedes Mal. So, dann lädt sich das aber relativ schnell wieder auf und dann kann ich weiterschießen. Ich habe allerdings neben dieser grünen Munition noch andere Munition und zwar muss ich die aufsammeln. Das sind diese Käfer hier. Das hier ist Elektro. Und wenn ich darauf wechsle, dann habe ich so eine Art Schrotschuss, meine ich. So drei Schuss. Genau, das brauche ich auch gegen den Butler hier. Da kann ich nämlich die Spinne und den Butler gleichzeitig treffen. So, hier geht es runter. Es ist relativ viel Springen allerdings auch noch. So, das ist Schatz. Das ist ein Einstiegspunkt, der Schrumpfkopf. Und das ist der Sprung, den ich als Kind immer vergeigt habe. So, hier drauf, hier. Ah, seit wann kann ich denn diesen Sprung? So, zur nächsten Kette. Hier hin. Das ist Kool-Aid, das gibt mir Leben. Allerdings, Kool-Aid kann mich nicht über 100 bringen. Und wenn ich mich hier hinstelle und hier oben hochschieße, dann kommt dieses Ding runter. So, dann kann ich hier oben hin. So, das ist Eistee. Der bringt mir aber auch nichts, weil ich schon 100 Gesundheit habe. Dann falle ich hier runter und was mache ich hier nochmal? Okay, hier komme ich einfach zurück. So, das ist eine Spinne. Die nerven ein bisschen, da muss man sich immer ducken, um sie zu treffen. Die sind so ein bisschen wie die Frettchen aus Turok. So, von den grünen Dingern darf ich natürlich nicht getroffen werden. Ja, ich schaffe es natürlich trotzdem. Allerdings ist hier, wenn ich hier drauf... Hier kann ich sozusagen so ein bisschen Leben gegen mehr Munition tauschen. So. Die sind ein bisschen schwierig zu treffen, die Spinnen. Ah, ja. Dude. Ah, ich darf aber hier wieder beim Schrumpfkopf anfangen. Oh, jetzt ist der Sprung aber schwieriger, weil diese Plattform fehlt. Von der Plattform ist der Sprung ein bisschen leichter. Ah.
So, wie gesagt, keine Ahnung, wie viele Jahre habe ich das nicht gespielt? 10? Okay, der ist noch draußen. Jetzt wegen der Spinne aufpassen, so warten, bis die Spinne kommt. Übrigens, ich darf nicht ins Wasser, denn Meme, Ente wird von Wasser verletzt. So. Hier mit den Spinnen auf diesen Stufen ist das immer schwierig. So, jetzt tausche ich dieses Mal allerdings meine Munition nicht gegen Leben, weil ich die Leben brauche. So, hier hinspringen. So, wenn die auf dieser Stufe sind, kann ich die im Stehen treffen. Wenn die mir näher kommen, müsste ich mich ducken. So, Spinnen und Stufen sind immer sau gefährlich. Was auch gefährlich ist, sind diese Dinger hier. Und zwar, manchmal, Donald Duck steht immer in so einer queren Action-Haltung. Und man weiß manchmal nicht, wo er ist. Er ist, wenn man es genau nimmt, er ist immer da, wo seine Füße sind. Deswegen muss man hier auf seine Füße achten. So, ich werde jetzt nämlich nicht getroffen. Man muss so stehen, dass er... Ah, fuck, dass der erste Fuß hier bei diesem Pixel hier in etwa ist. So. So werde ich nämlich nicht getroffen, obwohl mein Kopf relativ offensichtlich da ist, wo dieses Ding da auftrifft. Weil wenn man das einmal drin hat, dann geht es eigentlich relativ gut. Also, es gibt ja super viele N64-Spiele, die sau unfair sind. Ich guck dich an, König der Löwen. Aber Donald Duck in Maui Malat ist relativ einfach, ist auch relativ fair. Und wenn man einmal so ein bisschen weiß... Ach, das hier ist übrigens Zombie-Pulver. Zombie-Pulver kann einen über 100 heilen. Das ist dieser Sack mit dem X drauf. So, wie gesagt, diese meisten Glitzer-Shells und so weiter, die sind nur Punkte. Das hier ist auch noch ein bisschen. Genau, das ist Eistee. Ich meine 50 Gesundheit gibt das. Kann mich aber nicht... Oh, kann mich doch über 100 bringen? Nee, Moment mal, wie war das? Ich glaube, wenn man einmal Zombie-Pulver einsammelt, kann einen auch Eistee über 100 bringen. Da ist wieder ein Bücherregal. Genau, das hier ist ein Prozentsatz. Wenn ich so und so viel Prozent von den Schätzen in dem Level eingesammelt habe, dann kriege ich irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr genau was. So, das ist Stage 2. Es gibt immer diese Abschnitte und dann haben diese Abschnitte immer Stages. Ach genau, das ist die. Die goldenen Plattformen verschwinden, wenn man drauf geht, genau. Da hatte ich als Kind immer unglaubliche Panik vor diesen Plattformen, die verschwinden. Das ist mein Kindheitstrauma. So, und wir haben die nächste Munitionssorte eingesammelt. Und zwar in dem Blitz haben wir hier noch diese roten Käfer. Ich meine, das ist ein Zielsucher, oder? So, hier ist wieder so ein Rätsel. Das ist dieser Kappes hier. Der schießt Pfeile. Und ich muss hier hinten irgendwo hin. Genau, ich muss hier hinten hoch. Ja, hier muss ich hoch. Ah, verdammt. Allerdings kann ich da nicht hoch, bis der Kappes hier nicht ist. Und der Kappes, der rollt, wenn ich hier auf diesen goldenen Dingern stehe. Dabei schließt der Kappes aber immer noch goldene, also immer noch Pfeile ab. So, ist er angekommen. So, über den Pfeil drüber. So, auf das Ding drauf. Hier hoch. So, Schrumpfkopf eingesammelt. Ein bisschen Schatz und Kool-Aid. Hätte ich eigentlich nicht gebraucht. Was ist hier? Eine Spinne. Ah, stimmt. Diese goldene Munition, das sind Heatseeker. Das heißt, die sind zielsuchend. Aber die verpuffen irgendwann. Die sind auch ultra unsinnig. Also diese roten Heatseeker, die braucht man irgendwann in so einem Level, wo alles voller Kannibalen ist. Da braucht man die. Ansonsten ist halt... Ach, man kann die kombinieren. Ah, stimmt. Oh, das habe ich völlig vergessen. Man hat normale Munition. Da hat man diese Elektromunition. Da hat man die Heatseeker. Und dann hat man so Elektro-Heatseeker. Habe ich ganz vergessen, dass man die kombinieren kann. Das müssen wir hier durch. Und wie gesagt, immer sein erster Fuß immer auf dieser Mauerritze drauf. So. Nein, nicht. Okay, sein erster Fuß so kurz vor der Mauerritze. Was? Ach, das hat mich bewegt? Okay, so. Was muss ich denn hier nochmal machen? Genau, ich muss den Kappes da unten bewegen. Und deswegen, und der bewegt sich eher nur, wenn ich hier stehe. Und wenn da so die Säule, genau, wenn die runterkommt, kommt auch die runter danach. So. Die Rätsel fand ich damals als Kind teilweise nervig, heute finde ich sie cool. Okay, was macht denn dieser Elektro-Heatseeker? Okay, der sucht einfach nur länger. Der normale Heatseeker, der sucht nämlich gar nicht so lange, der verpufft irgendwann dummerweise. Da ist eine Spinne. Das Ding hat nicht so die beste Reichweite. So. Da ist noch eine. Ja, der verpufft. Also, jetzt muss ich mich in einem bestimmten Winkel stellen und die Spinne da abpassen. Jetzt. So, meine Schüsse, die brauchen noch mal so ein bisschen. Jetzt habe ich das richtig abgepasst. So, hier ist wieder so ein Ding, was sich bewegt. So, springen, wenn der Fall kommt. So, drauf. Ah, verdammt. Rein. Ich bin reingesprungen, verwendlich. So, Zombie-Pulver. Kommt hier eine Spinne. Hier kommt eine.
So, die Stage ist relativ kurz. Jetzt kommt dieses große Haus, meine ich. Nee, jetzt kommt diese Szene im Dunkeln. So, jetzt bin ich im Dunkeln. Jetzt kommen hinter mir immer Butler. Butler sind relativ fies. Ah, knapp an der Spinne vorbeigesprungen. Hier im Dunkeln ist es vielleicht mit diesem Elektroschuss ein bisschen besser. Und ich bin versehentlich gesprungen anstatt. Ah, wenn ich von zwei Seiten komme, ist das schwierig. Aber man hat hier relativ viel Leben. Also man kann hier relativ viel am Sack kriegen, bevor man krepiert. Oh, das sind nur Schätze. Sondern immer... Ja, das Spiel spawnt nämlich diese komischen Butler hinter einem. Und bei Nacht sind komischerweise die normalen Schüsse rot. Und auf Uhren, da kann man immer das Ziffernblatt wegballern. Und dann kommt da irgendwas raus. Hier zum Beispiel Eistee. So, und wenn ich... Ah, hast du so gedacht, Butler? Weg mit dir, James. Ich sperre dich im Kühlhaus ein. So, Spinne. Zombie-Pulver und garantiert Butler hinter mir. Ich habe mich als Kind immer mega erschreckt, als sie immer hinter mir kamen, weil ich nicht wusste, wo die herkommen. Aber die... Ah, jetzt habe ich die Spinne übersehen. Und wenn man einmal dumm in den Spinnen drin steht, dann kriegt man die auch nicht mehr. Komm, hier ist irgendwas. Genau, Ziffernblatt wegballern. Dann kriegt man hier diese Köpfe. Dann kann man hier sich die Munition einsammeln. Butler. Auch in die richtige Richtung gucken. So, ich meine, goldener Donald Duck-Kopf ist, meine ich, ein Continue. Na, wieder... Wer baut sowas in ein Hotel ein? Warum ist das da? Das ergibt keinen Sinn. So, like, wer das Zitat kennt. So, Zombie-Pulver nochmal. Schon über 100. Wir dürfen die Spinne eigentlich kein Problem machen. Reinlaufen muss man trotzdem nicht. Und Butler hinter mir. Und Spinne vor mir. Es ist übrigens teilweise... Ich habe mir das einfach angewöhnt, in dem Level immer mich zu ducken und zu schießen, weil man dann die Spinnen trifft. Wenn man sich nicht duckt, schießt man einfach über die Spinnen drüber. Autsch. Ich glaube, die Butler kriegen keinen Schaden von den Rammen. So, das wäre das Level im Dunkeln. Ich meine, jetzt kommt dieser hohe Turm. Also dieses, so ein Gebäude mit so einer riesigen Orgel drin. So, hier ist Munition. Hier direkt in die Richtung laufen. Genau, Butler, die machen Schaden, wenn die einen berühren. Und rotzen noch Spinnen aus. Also die haben so ein Tablett dabei. Eine Spinne, der Herr... Hätte der Gast gern eine Spinne? So, es sind diese Fächer, die wirbeln einen hoch. Okay, Spinne erwischt, das ist Munitionskäfer. So, dafür mache ich den Sprung ja gerne nochmal. Könnte ich auch drauf wechseln. Ja, man braucht diese zusätzlichen Munitionssorten, meine ich, nicht unbedingt. Es gibt... Genau, es gibt eine Stelle. Na, jetzt habe ich versehentlich Waffe gewechselt. So. So, wie kann ich noch... Kann ich nach unten gucken? Nee, aber ich glaube, ich muss hier sowieso hin. Nee, wie... Hier ist ein Aufzug, das sehe ich. Ich kenne das so ein bisschen auswendig, aber nicht komplett. Okay, ich kann hier hinter den Röhren her. Hier kann ich herspringen. Dann werde ich hier nicht reingesogen. Und zwar diese Bücherregale sind immer Türen, was ich auch unglaublich cool finde. Hier ist noch ein anderes Bücherregal. Was mich nicht haben möchte. Das finde ich eine Unverschämtheit. Aber das hier möchte mich haben. Okay, ich bin schon ganz oben. Hier ist ein Schrumpfkopf. Das ist eine Spinne. Und dann sind diese Geister, aber die machen eigentlich nicht viel. Also, ach so, was man noch zum Spiel sagen könnte. Das Ding... und zwar bin ich hier jetzt immer in diesem gleichen Hotel. Oh, Butler. Allerdings gibt es hier noch richtig, richtig coole andere Umgebungen. Ich werde mal versuchen, mal gucken, wie lange ich brauche, um durch das Level hier durchzukommen. Dschungel würde ich auf jeden Fall auch noch gern zeigen. Das hat auch eine unglaublich coole Musik, wie ich finde. Jetzt hier die Hotelmusik ist schon gut, aber nicht der Urburner, weil was richtig gut ist, zum Beispiel die Musik vom Schiffswrack ist richtig geil. So, ich glaube, wenn ich hier jetzt richtig gesprungen wäre, wäre ich jetzt hier auf die Fächer gekommen. Ich glaube, das muss ich sogar machen, um weiterzukommen. Oder reicht das, wenn ich hier in die Röhre komme? Reicht das, geht's hier irgendwo weiter? Hier ist noch so ein Seil. Kette. Ich meine, Fallschaden gibt es gar nicht mal. Aber von hier jetzt auf die Fächer. Na, jetzt kann man hier weiter Schätze einsammeln. So, Zombie-Pulver nochmal. Aber ich glaube, ich bin sowieso schon fast am Ende. Aufpassen, diese Wolke, diese grüne, macht
Schaden. Also die Wolke von den Butlern. Aber die Geister tun gar nichts. Ich treffe die auch. Ach, man hat so eine Art Mindestreichweite. Ihr seht ja, dass ich den Geist hier irgendwie nicht treffe. Ja, jetzt habe ich ihn doch getroffen. Und zwar, das ist vor allen Dingen nervig, wenn man zu nah an Spinnen drankommt. Ich meine, ich muss hier hoch. Ich glaube, ja. Auf die Seite. Ach so, man wechselt die Seite so ein bisschen komisch. So, auf die Seite. Und dann nach oben schießen. Ja, Dreck. Nicht geschafft. Egal, ich habe 190 Gesundheit noch. Ja, hier ist das. Man hat so eine komische Mindestreichweite. Das ist besonders nervig, wenn ein Spinnen zu nahe kommt. Dann kann man die nämlich nicht mehr treffen mit der Pistole. So, schon fast geschafft. So, Schrumpfkopf. Und jetzt kommt hier die Orgel. Hier kommen auch diese grünen Wolken raus. Aber die machen keinen Schaden. Und dann hier geht es halt darum, so ein bisschen Jump and Run. So. So, hier hoch zu kommen, was ich auch unglaublich witzig fand damals als Kind. So, und schon geschafft. Ah ja, jetzt. Ach so, ach, hier ist noch ein Stück. Okay, aber das nächste Bücherregal wird uns garantiert zum Boss bringen. Der Boss ist auch super, super Nintendo, also der ist super, super Nintendo typisch. Und zwar ist der auch teilweise, ich glaube, ultra einfach. So, man muss nur ganz, ganz weit hier hin. So, dann muss man warten, bis er kommt. Das ist diese Superspinne, dann ganz weit nach hier, ducken, nee, aufstehen und halt die ganze Zeit feuern. Und immer wenn eine Spinne kommt, auch ducken und feuern. Ich glaube, der macht ein paar Mal ein bisschen Schaden, aber das macht nichts. So, jetzt versucht er so rumzurammen. Der kann uns aber nicht treffen, weil wir hier in der Ecke sind. Ach, der kann uns doch treffen, weil wir hier in der Ecke sind, aber er trifft uns schwieriger. Jetzt kommt ja noch eine Spinne raus. So, also so ein... Das ist einfach so ein richtig typischer Super Nintendo Boss. Wenn du dich in die richtige, wenn du dich in die richtige Position stellst und immer schießt, dann kann dir nichts passieren. So. Kommt jetzt die Shitshow? Bonus. Achso. Wenn man genug von diesen ganzen Schätzen einsammelt und so weiter, dann kriegt man dieses Bonuslevel hier. Und wenn man das Bonuslevel hier schafft, dann kriegt man das Passwort. Und nur wenn man das Passwort hat, muss man halt das erste Level nicht nochmal neu machen. Und hier geht es darum, irgendwelche Raketen anzuzünden. Und man hat meistens keine Ahnung, wo die Raketen sind. Und man hat ein Zeitlimit. Ja, hier auf der Sonne wäre eine Rakete. Und man kriegt hier extra Leben. So, und diese, und es gibt hier, meine ich, auch irgendwelche kleinen Voodoo-Puppen, die geben einen Zeitbonus. Ich muss das hier in einer Minute schaffen. Das habe ich als Kind so gut wie nie hinbekommen. So, hier ist eine Rakete. Ah, das sind 5 Stück noch und schon wieder daneben gesprungen. Und das war für mich als Kind immer mega der Stress, dieses Level. Denn wenn du zum Beispiel, du bist zum Beispiel bei Level 9, also hast das Spiel fast durch. Und möchtest nicht nochmal ganz von vorne anfangen, dann musst du halt diese Kacke hier machen. Und das ist voll die Shitshow, finde ich. Das ist auch ultra schwer. So, der Rest vom Spiel ist gar kein Problem. Und ich spiele das Spiel sogar noch auf Mittel. Das heißt, es gibt das Ganze nochmal einfacher. Und nein, nicht abgepasst. Also die Steuerung ist auch gewöhnungsbedürftig. Und mit gewöhnungsbedürftig meine ich nicht, dass sie schlecht ist, sondern man muss sich dran gewöhnen. Man muss halt wissen, wo ist Donald Duck und wo hört sozusagen halt die Hitbox von diesen Sternen auf. Am besten macht man das Level sowieso so. Man versucht so hoch wie möglich zu kommen und lässt sich dann in verschiedenen Abständen fallen. Ich weiß noch nicht, ob das hier zufällig generiert ist oder ob es hier feste Muster für gibt. Aber ich glaube, es gibt irgendwie so 7... Es gibt 7 Versionen von dem Level und die werden halt zufällig ausgewählt. Ich glaube, man erkennt die auch so ein bisschen an der Farbe vom Hintergrund. Das ist jetzt roter Hintergrund. Es gibt das Ganze... Ist das hoch genug, um zum Mond zu kommen? Nein. Das heißt, ich muss nochmal irgendwie weiter drumherum, um zum Mond zu kommen. Also der Moonman mag mich heute nicht. So, das ist der Mond. Übrigens cooler Mond mit dem gelben Zahn. Also auch das Grafikdesign ist richtig geil. Ah, hier ist noch einer. Gut, aber das schaffe ich nicht mehr. Hier sind noch 2 Stück und ich habe noch eine Sekunde. Und das Ganze endet mit dem offenen Schnabel. So, das heißt, ich habe das Passwort nicht bekommen. Dann würde ich allerdings sagen, vielen Dank für dieses Video. Das nächste Level seht ihr im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. So eine kleine Analyse von Comicwaffen. Da, ja, dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Dann könnt ihr hier einen von, also meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier eins von meinen Videos gucken. Dann könnt ihr hier ein anderes Video gucken und einen anderen Kanal abonnieren. Nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.